Hallo und herzlich willkommen bei Hamburgs Beste, dem Magazin der Universität Hamburg. Die Forschung unserer Universität findet nicht nur im Elfenbeinturm statt, sondern ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir zeigen Ihnen zwei der Orte, die Sie besuchen können. Wissenschaftler und Besucher waren gleichermaßen begeistert, als im Jahr 2013 die größte Blume der Welt im Botanischen Garten der Universität Hamburg zur Blüte gelangte. Es war das erste Mal nach 84 Jahren und auch deshalb ein Ereignis, weil die Titanenwurz dabei einen aasähnlichen Blütenduft verströmt. Eine Eigenschaft, die sie mit allen Vertretern der sehr vielfältigen Gattung Amorphophallus gemein hat. Amorphophallus hat rund 230 Arten im Laufe der Evolution hervorgebracht, die teilweise lediglich 10 cm groß sind. Und auf der anderen Seite des Extrems Vertreter wie Amorphophallus titanum und Amorphophallus gigas, die bis zu 5-6 Meter Gesamthöhe erreichen können, mit einem Knollengewicht im Falle von Amorphophallus titanum von bis zu 153 Kilo. Cyril Claudel ist fasziniert von dieser Vielfalt und hat Amorphophallus deshalb zum Thema seiner Doktorarbeit gemacht. Die Pflanze verfügt über verblüffende Eigenschaften. So entsteht der starke Geruch, mit dem Käfer als Bestäuber angelockt werden sollen, durch Thermogenese. Bei diesem Vorgang erhitzt sich die Pflanze selbstständig auf bis zu 40 Grad. Zeitrafferaufnahmen einer Wärmebildkamera zeigen die Wärmeentwicklung im Innern über einen Zeitraum von 2 Tagen. Ursprünglich war das so konzipiert, dass ich erstmal nur wissen wollte, ob sich die jeweilige Art erwärmt oder nicht. Und es hat sich dann aber als sehr viel komplexer herausgestellt, insofern alle Arten sehr charakteristische Wärmemuster ausbilden. Manche erwärmen lediglich die männlichen Blüten, andere erwärmen den Appendix, manche beides zusammen, andere wiederum nacheinander. Eine weitere Besonderheit von Amorphophallus ist ein effektiver Schutz vor Fressfeinden. Die jungen, zarten Blattstiele sind mit Mustern getarnt, die wie der Flechtenbesatz an alten Baumstämmen aussehen. Faszinierend ist dabei, dass eben unterschiedliche Untergruppen in der Gattung Amorphophallus auch wirklich ganz unterschiedliche Flechtenimitate hervorgebracht haben, die ihrerseits wiederum sehr charakteristisch für bestimmte Flechtengruppen sind. Eine Form des Fraßschutzes, die in der Form wirklich herausragend ist und vor allen Dingen auch in der Vielfalt. Cyril Claudel forscht an der Evolution von Amorphophallus. Sein Ziel ist es, eine Systematik der Gattung zu erstellen. Mittels genetischer Untersuchungen wird im Labor quasi der Verwandtschaftsgrad zwischen den verschiedenen Arten untersucht. Innerhalb der DNA einer Pflanze muss dafür ein Abschnitt gefunden werden, der für den Vergleich mit einer anderen Art geeignet ist. Betrachtet man 2, 3 oder wie viele unterschiedliche Arten auch immer, geht es letztlich darum, einen Sequenzabschnitt zu finden, der einerseits ähnlich genug ist, dass man diese Arten miteinander in Zusammenhang bringen kann und auf der anderen Seite genügend Unterschiede aufzeigt, dass man die Arten voneinander unterscheiden kann. Während die Pflanzenwelt den Forschern immer wieder neue Herausforderungen bietet, dürfen sich die Besucher des Botanischen Gartens an der immensen Vielfalt einfach nur erfreuen. Bei mir sind jetzt Herr Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, und Herr Schierarendt, wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens. Herr Schierarendt, wir befinden uns hier gerade in den Tropengewächshäusern des Botanischen Gartens. Viele wissen ja gar nicht, dass das zur Universität gehört. Was kann man denn hier alles sehen? Die Besucher können hier praktisch in eine ganz fremde, exotische Welt eintauchen und eine Forschungsreise durch die Tropen unternehmen. Auf dieser Reise begegnen ihnen Pflanzen von allen Kontinenten der Erde aus ganz unterschiedlichen Lebensräumen, zum Beispiel hier im Tropenhaus fruchtende Bananen, fruchtende Kakaobäume, urtümliche Palmfarne aus Australien, Teesträuche aus Ostasien oder Kakteen aus den Wüsten Nordamerikas. Wie verbindet der Botanische Garten Forschung und Öffentlichkeit? Ja, der Botanische Garten ist wie alle botanischen Gärten zunächst einmal eine wissenschaftlich dokumentierte Lebenssammlung. Das heißt, er ist eine ganz wichtige Materialbasis für die Forschung. Fast täglich erreichen uns Anfragen von Forschern aus Deutschland oder anderen Teilen der Welt nach bestimmten Pflanzen.
Daneben versuchen wir, Pflanzen hier in den Schausammlungen gern auch mal als Modell oder Demonstrationsobjekt zu nutzen für aktuelle Forschungsprojekte oder Forschungsergebnisse. Und eine ganz aktuelle Verknüpfung zwischen Forschung und Öffentlichkeit stellt eine ganz neue Abteilung im Freigelände in Kleinflottbeck dar, unsere neue phylogenetische Uhr, wo wir versuchen, auf der Basis ganz aktueller molekulargenetischer Ergebnisse die Verwandtschaft und Evolution der Blütenpflanzen darzustellen. Herr Lenzen, die Universität hat quasi den größten Garten Hamburgs. Was für Verantwortungen und Aufgaben sind denn damit verbunden? Wir sind sehr stolz auf unseren botanischen Garten, der ja zwei Standorte, Kleinflottbeck und hier hinter dem Dammtor Bahnhof hat. Es sind zwei Naherholungsgebiete, die gleichzeitig einen hohen Bildungscharakter haben, denn hier finden Sie praktisch jede Pflanze, die auf dieser Erde zu finden ist. Und das ist eine Möglichkeit, sowohl etwa für Schulklassen hier durchgeführt zu werden und wie etwa in Kleinflottbeck auch die Möglichkeit eines parkähnlichen Geländes zu haben, in dem man sich schlicht ein bisschen erholen kann und auch dabei lernen kann. Wie wichtig sind solche Schnittstellen von Forschung und Öffentlichkeit für eine Universität? Die Universität versucht an allen Stellen, allen Fächern, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich für die Verbindung zur Öffentlichkeit ergeben. Der Botanische Garten ist natürlich in besonderer Weise dafür geeignet, da die Verbindung gerade auch von Großstädtern zur Natur ganz wichtig ist und sie suchen und eben bei uns finden. Herr Schierer-Rendt, wie können sich die Hamburgerinnen und Hamburger aktiv in den Botanischen Garten einbringen? Der Botanische Garten ist in der glücklichen Lage, dass seine Arbeit von einem sehr aktiven Förderverein, der Gesellschaft der Freunde des Botanischen Gartens, unterstützt wird. Und im Rahmen dieses Fördervereins können Hamburger Bürger in ganz vielfältiger Weise im Garten aktiv sein. So finden sich unter den 120 besonders aktiven Mitgliedern zum Beispiel 50 Gartenpaten, die ganz wesentlich uns unterstützen bei der Pflege des Gartens. Der Gartenshop in Kleinflottbeck wird rein ehrenamtlich betrieben und auch ganz viele Veranstaltungen, die wir im Jahresverlauf anbieten, finden nur in enger Zusammenwirkung mit dem Förderverein und seinen Mitgliedern statt. Herr Schierer-Rendt, Herr Lenzen, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ein weiterer Ort der Universität, der für die Hamburgerinnen und Hamburger geöffnet ist, ist die Sternwarte im Bergedorf. Unter jeder Kuppel ein Teleskop. Die Sternwarte der Universität Hamburg in Bergedorf besteht seit 1912 und steht seit 1996 unter Denkmalschutz. Das Oskar-Lüning-Teleskop ist das größte Teleskop auf dem Gelände am Gojenberg. Nach wie vor wird hier geforscht, allerdings haben sich die Methoden geändert. Das ist zunächst mal ein Standardteleskop. Die Astronomen sprechen von einem Cassegrain-System. Sie müssen sich vorstellen, dass hinter dieser gelben Platte der Spiegel ist, der ist aber durchbohrt. Und was Sie hier sehen, ist der Lüfter der CCD-Kamera. Und mit dieser Kamera werden dann die Bilder aufgenommen, elektronisch abgespeichert und Sie können sie dann auf Ihren Rechner runterladen. Die Astronomen müssen zur Himmelsbeobachtung also nicht mehr nachts aufstehen und durchs Teleskop gucken. Die Bilder werden automatisch aufgezeichnet und gespeichert. Sogar die Ausrichtung des Teleskops erfolgt ferngesteuert vom Rechner. Das derzeit am meisten genutzte Teleskop der Hamburger Wissenschaftler steht aber nicht in Bergedorf, sondern in Mexiko. Das nennt sich Tigre, das ist ein robotisches Teleskop. Robotisch heißt, das arbeitet wirklich völlig autark. Da ist also niemand, der auf den Knopf drückt oder irgendwie durchguckt oder irgendwas macht. Das Beobachtungsprogramm, also das definieren wir schon, nicht wahr? Das ist nicht so, dass das Teleskop das jetzt auch noch selber entscheidet, was beobachtet wird. Aber welche Objekte wann beobachtet werden, das entscheidet das System schon selber. Wir geben nur Prioritäten und Objekte vor. Das Ziel des Projektes ist es, mehr über die magnetischen Eigenschaften der Sonne zu erfahren. Zwar wissen die Forscher, dass dieser Magnetismus die Rotation von Sternen beeinflusst und für das Entstehen von Weltraumstürmen verantwortlich ist, können den Ursprung aber bislang nicht erklären. Es geht unter dem Stichwort Solar Terrestrial Relations. Die Wechselwirkung Sonne-Erde ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Also auch gerade auf dem Rücken dieser Klimadiskussion, die wir haben. Ein anderes Projekt, mit dem sich die Hamburger Astronomen derzeit beschäftigen, ist ein digitales Radioteleskop. Es steht von Bergedorf aus am anderen Ende der Stadt bei Norderstedt und sieht überhaupt nicht aus wie ein Radioteleskop. Normale Radioteleskope sehen so aus wie überdimensionale Satellitenschüsseln, wie man sie auch vom
Fernsehen kennt, große Parabolspiegel, die dann hin und her bewegt werden, je nachdem, was man sich am Himmel anschauen möchte. Hier bewegt sich gar nichts, das besteht nur aus einzelnen Antennen, die auf dem Boden stehen, stationär, nichts bewegt sich, und digital heißt, dass die ganzen Signale von allen Einzelantennen digitalisiert werden und am Computer so zusammengefügt werden, dass das Teleskop sich virtuell auf eine Richtung am Himmel ausrichtet. Die Anlage in Norderstedt ist Teil eines länderübergreifenden Netzwerkes namens LOFA. Insgesamt 50 solcher Stationen sind mit Glasfaserkabel verbunden und bilden zusammen ein Riesenradioteleskop von der Größe Nordeuropas. Durch eine nie dagewesene Bildqualität hoffen die Forscher auf neue Erkenntnisse zu vielerlei Forschungsfragen. Angefangen von Gewitterforschung, wie Gewitter entstehen, zu kosmischen Strahlen, wie Magnetfelder funktionieren, wie die allerersten Sterne entstanden sind, ganz früh in der Geschichte des Universums. Also eine Bandbreite von ganz vielen Sachen. Die astrophysikalische Forschung hat sich stark verändert. Die Sternwarte in Bergedorf steht interessierten Besuchern offen und bietet regelmäßig Führungen, bei denen dann auch noch ganz klassisch durchs Teleskop geblickt wird. Bei mir ist jetzt Herr Hauschild, er ist Professor für Astronomie. Herr Hauschild, gerade im Beitrag haben wir Standorte der Sternwarte Bergedorf in Mexiko und Norderstedt kennengelernt. Gibt es noch weitere internationale Kooperationen? Ja, die Sternwarte hat natürlich noch weitere Kooperationen. Einmal ein Studierendenteleskop draußen auf Mallorca. Und wir haben natürlich im Rahmen der normalen wissenschaftlichen Arbeit Kooperationen mit Partnern über die ganze Erde verteilt. Nutzen auch internationale Wissenschaftler die Teleskope der Sternwarte in Bergedorf? Eher selten, weil das Wetter hier in Hamburg ja doch nicht so überragend gut ist. Die meisten Beobachtungen werden dann doch von Teleskopen in Mexiko oder in Chile geführt. Wie sieht die Zukunft der astrophysikalischen Forschung aus und welche Rolle spielt dabei die Sternwarte in Bergedorf? Also es gibt im Augenblick sehr, sehr viele Aktivitäten, zum Beispiel auf dem Gebiet der Kosmologie, dunkle Materie, dunkle Energie, wo wir eine Arbeitsgruppe haben, die sich damit beschäftigt. Ein zweites großes Gebiet ist die Suche und die Erforschung von außersolaren Planeten, die auch hier an der Sternwarte gemacht wird. Der gesamte Gebäudekomplex hier steht unter Denkmalschutz. Was zeichnet ihn in besonderer Weise aus? Diese Sternwarte ist die erste oder eine der ersten, bei denen jedes Teleskop sein eigenes Kuppelgebäude bekommen hat. Das war früher nicht so. Und das ist wirklich international eine erste Einrichtung dieser Art, die hier gebaut wurde, damals in Hamburg. Gewähren Sie Besucherinnen und Besuchern auch Einblick in die Forschung? Kann man sich die Gebäude hier anschauen? Ja, also wir haben hier ein Besucherzentrum mit einem Café, der Raumzeit, das jedes Wochenende geöffnet hat, wo man Kaffee und Kuchen bekommen kann. Und man kann dann auch an Führungen teilnehmen, die hier die verschiedenen Geräte und die Einrichtungen zeigen. Weiter nehmen wir natürlich an so Veranstaltungen teil wie der Lange Nacht des Wissens, die Lange Nacht der Museen und so weiter. Vielen Dank, Herr Hauschild, für das Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war vorerst die letzte Sendung von Hamburgs Beste. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Einblick in die Vielfalt der Universität geben. Tschüss und auf Wiedersehen.